Moin YouTube, an diesem Sonntagmorgen mal vor mir zu Hause, weil spazieren konnte ich nicht machen, meine Frau muss arbeiten. Und du kannst die Kinder ja nicht so allein zu Hause lassen. Ne? Außerdem hat die Katze überhaupt kein Gefühl dafür, auf die Kinder aufzupassen. Ich meine, sie ist jetzt 14 Jahre hier, zahlt keine Miete, siehst ja. Ne? Na gut. Wie versprochen geht es jetzt hier um meinen ersten Pfeifentabak. Nicht wirklich der allererste, aber der erste, den ich mir selbst gekauft habe. Kentucky Bird. Der rote Kardinal. So sieht er aus. Ja, ich mache das Foto später. Den hatte ich mir tatsächlich wegen der Verpackung gekauft. Ich hatte keine Ahnung damals in den 90ern. Und der erste Tabak, den ich geraucht hatte, der war bei dem Starter-Set dabei. Das war so eine 3-Gramm-Tüte Dannemann Sweet Mango. Damals hat er mir gut geschmeckt, den habe ich mir öfter gekauft. Vor 2, 3 Jahren habe ich mir nochmal gekauft. Ja, also ist gar nicht mehr meins. Es ist Sonntagmorgen, da trinke ich mal einen Kaffee. Man möge mir das verzeihen. Dann hatte ich mir, wie gesagt, den hier tatsächlich als erstes selbst gekauft. Glücksgriff damals, weil es gibt erheblich schlechtere Aromaten. Und obgleich damals hier in Hannover, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das Pfeifenstudio Mühlhausen tatsächlich noch kompetent war. Wirklich eine gute Auswahl hatte. Heutzutage haben die überhaupt keine Ahnung mehr von Tuten und Blasen. Ich kann keinem empfehlen, dahin zu gehen. Es sei denn, du weißt, was du willst. Dann kannst du auch dahin gehen, aber erwarte kein großes Angebot. Ne? Und dann hörst du die Händler wieder meckern und sich beschweren. Hier kommt ja keiner. Ja, warum auch? Ist ja nichts mehr da zum Angucken. Na gut, wollen wir mal schauen. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich lange, 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 lange her, dass ich mir den mal gegönnt habe, denn so Aromaten ist ja nur hin und wieder was für mich und den hatte ich wirklich lange nicht mehr. Ich weiß, der war ganz, ganz leicht und mit Blütenblättern verziert drin oder mit Aromatisierung von Blütenblättern. Wie gesagt, so sah er aus. Ne? Mal schauen. Gucken, was mir in die Nase kommt, wenn ich ihn jetzt ein bisschen hier. Sehr süß. Ganz, 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 ganz bisschen Virginia-Note, aber prägnant süß. Und schwer zu sagen. Das ist so ein süßes Mädchenparfüm. Nicht Frauenparfüm, sondern so ein süßes Mädchenparfüm. Schauen wir mal. Ja, ich bin gespannt. Ich keine Ahnung, aber was wahrscheinlich rieche Vanille da drin. Aber jetzt kommt meine Anton Manga mal zum Einsatz. Gigantes. So ein Mooreiche-Gerät, ein Foto. Das kann ich tatsächlich nur zu Hause rauchen, weil du kannst ja nicht im Mund halten, wenn du draußen spazieren gehst. Aber leichter Tabak und großes Füllvolumen, das muss auch sein. Wenn ich mich da recht erinnere, wird er erst zum Ende hin wirklich nach Tabak schmecken. Und deshalb schauen wir mal. Bringen wir mal was in die Pfeife ein. Und schauen uns mal, wie der mundet. Das ist, wie gesagt, viele Erinnerungen an diesen Tabak. So allein schon vom Riechen und von der Verpackung her. Es ist faszinierend, wie Gerüche sich in unserem Hirn festsetzen und Bilder vor den Augen entstehen lassen. Ne, bei mir ist zum Beispiel kalter Rauch. Mein Opa hat immer Zigarre geraucht und er durfte auch überall. Also selbst bei Nichtrauchern, die haben ihm erlaubt, nicht, dass er drauf gestanden hat. Ne, aber wenn sie ihm erlaubt haben zu rauchen, das haben sie meistens, hat er geraucht. Und bei uns war das nach Familienfeiern nächsten Tag, hat es immer halt nach kaltem Zigarrenrauch gerochen. Keine ekligen, billigen Stumpen, sondern gute Zigarren, aber trotzdem. Zigarrenrauch hält sich genauso wie Zigarettenrauch sehr, sehr lang. Aber das ist für mich immer so ein Geruch nach Familienfeier gewesen. Und das hier ist jetzt so Schrebergarten und Sommer. Na gut. Monsterding, ne? Schauen wir mal. Das Passatore-Feuerzeug übrigens ist gar nicht so schlecht. Sag mal, kannst du mal die Foto vor den Mund nehmen, wenn du niest? Das ist nicht zu glauben, ne? Hier, von Corona hat die überhaupt nichts gehört. Obwohl ich ihr das ein paar Mal erklärt habe. Und sie so getan hat, als ob sie zuhört wenigstens.
Nicht, dass er jetzt hier gleich eine Show macht, dass er ab 18 ist, ne? Weiß ja, wie Katzen sind. Zeigt sie ihr Bein, streckt sie lang, guck mal. So, der erste Eindruck lassen wir mal. Denn wir waren ja beim Passatore-Feuerzeug. Das ist gar nicht so schlecht. Ich muss ja noch ein bisschen an den Einstellungen rumbasteln. Ja, ich weiß, das Passatore-Feuerzeug hat auch einen Stopfer drin, den man rausmachen kann. Aber da brauchst du schon, zumindest bei meinem, eine Zange. Deshalb, aber ne, es geht mir hier ums Design. Ich muss da, wie gesagt, noch an den Einstellungen rummumpeln. Denn es ist. Wenn eine Mücke vorbeifliegt, geht's aus. Ne, also nicht unbedingt geeignet für draußen. Klar, im Sturm und so weiter kannst du, ne, aber ein Streichholz hält besser. Deshalb muss ich mal gucken, ein bisschen mehr Stoff, ein bisschen weniger Stoff und so. Und dann. Aber bislang, und ich habe das wirklich schon oft benutzt, ne, ich rauche ja nun mal Pfeife. Bislang bin ich absolut nicht enttäuscht und schauen wir mal. Tja, das prägnanteste Aroma ist für mich immer noch Vanille. Vermutlich ist mein Gaumen kaputt. Schwer zu sagen, schwer einzuschätzen, finde ich. Nicht unangenehm, auf keinen Fall unangenehme Süße. Virginia ist vorhanden, das schmeckt man aber sehr, sehr dezent. Ja gut, es ist halt ein sehr leichter Tabak und ein Aromat eben. Definitiv Anfänger geeignet. Das heißt, wie gesagt, ich hatte damals definitiv Glück, mir den ausgesucht zu haben. Müssen wir nochmal befeuern. Keine Ahnung, was da los ist. Wenn sie anfängt, sich pervers zu putzen, mache ich einen Balken drüber. Ich weiß genau, dass er im Fernsehen ist. Ja. Ich bin doch nur ein kleines Kätzchen. Tja, der rote Kardinal. Definitiv, wie gesagt, werden Erinnerungen wach von. Großeltern und so. Also ich lasse euch jetzt die ganze Zeit zugucken, weil das wird ein paar Minuten in Anspruch nehmen, bis ich die geraucht habe. Ich werde mir gleich schön Sherlock Holmes anmachen und mit den Kindern zusammen gucken, wenn sie wollen. Ja. Nahtloser Übergang. Ich habe ein bisschen geschmokt. Und also ich muss mich nicht zwingen, die aufzurauchen. Sie schmeckt nach wie vor gut. Kentucky Bird ist halt extremst leicht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird er erst zum letzten Drittel ein bisschen stärker, dass du auch Tabak schmeckst. Ganz für mein Empfinden ganz leicht. Floral tatsächlich. Leider nicht irisch. Seifig, wie ich das gerne mag, aber das wäre für einen Anfänger Tabak auch absoluter Schwachsinn. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Anfänger das mögen würde. Ich mochte es am Anfang nicht, inzwischen liebe ich sowas. Ganz leichte florale Note finde ich und bisschen Zitrus, ganz, ganz, ganz leicht und am prägnantesten die Süße, die für mich ins Vanillige spielt, aber. Es ist eben. Nicht so flauerig, wie sie es gerne hätten. Oder wie ich es in Erinnerung hatte. Aber wie gesagt, es kann auch in meinem Gaumen liegen. Es kommt ja auch immer darauf an, was du dazu trinkst und pipapo, ne? Und was du in der Nase hattest vorher.
für mich ist das, wie gesagt, naja, es ist ein ganz leichter Tabak. Mein allererster, selbst gekaufter sozusagen. Und ich habe es nicht bereut. Wie ihr seht, bin ich jetzt nach knapp einem Vierteljahrhundert immer noch Pfeifenraucher. Habe mich nicht davon abgebracht, das zu rauchen. Es gab definitiv erheblich schlechtere Tabake. Und Tabake, die mir eine Pfeife versaut haben, wie zum Beispiel Indigo. Da hat jeder Tabak danach gleich geschmeckt. Nach diesem fürchterlichen, fürchterlichen Süße und Fruchtscheiß-Tabak. Für mein Empfinden Fruchtscheiß-Tabak. Es gibt Leute, die lieben den. Und er riecht auch gut, wenn du rauchst. Aber geschmeckt hat er mir überhaupt nicht. Aber man muss sich eben durchprobieren. Ne? Früher war es einfacher, weil du hast Tabakproben gekriegt von den Firmen, wenn du es angeschrieben hast. Und selbst bei den Tabakläden, die hatten immer eine Schublade voll und die haben sie gehütet wie ein Schatz. Warum sollten sie das auch rausgeben? Ist ja viel besser, wenn sie das behalten, bis es abgelaufen ist. Ne? Das war auch Pfeifenstudio Mühlhausen. Ja, ich habe nichts gegen die. Das kann sich jetzt vielleicht so anhören, aber früher hatten die wirklich Ahnung und der Name war Programm. Heute ist es einfach nur High Society Scheiße in der Galerie Luise oder in der Straße da, weil Schröder hat seine Zigarren da gekauft und das merkst du denen an. Und in der Listermeile, wo früher wirklich, das war Pfeifenstudio, das war wirklich die ganzen Vitrinen voller Pfeifen und die ganzen Schubladen durftest du auch mal voller Pfeifen und da ist jetzt gar nichts mehr. Also das ist schon traurig. Was willst du machen? Ne? Aber ich werde mir den jetzt weiter gönnen. Wie gesagt, Sherlock Holmes anmachen. Kinder können mitgucken oder nicht, mir egal. Oder sie spielen wahrscheinlich, hörst du ja. Und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Ne? Ich werde mir, wie gesagt, den hier jetzt schmecken lassen. In meiner monströs großen Anton Manga Mooreiche. Und bin mal gespannt, ob der zum Ende hin besser wird. Sollte sich irgendwelche Spitzen ergeben, sage ich das nochmal oder schreibe es in die Infobox. Aber ich glaube, er ist ein guter Tabak, er ist ein solider Tabak, definitiv für Anfänger geeignet, wenn du aromatisierten willst. Leicht aromatisierten vielleicht nicht. Er ist schon recht heftig, aber nicht so. Und das weiß ich noch. Und ich denke das nicht, dass sich das geändert hat. Er ist nicht so sauciert, dass es sich sammelt. Naja, als Anfänger ziehst du da dran wie ein Kind, was einen Nuckel hat. Ja, und dann im schlimmsten Fall sammelt sich der ganze Sotter hier unten dran. Dann saugst du das hoch und dann irgendwann gurgelt die Pfeife und das schmeckt eklig und ist giftig wie sonst was. Nicht, dass Rauchen irgendwie gesund wäre, aber das. Und das hat er nicht. Also, ich glaube, wenn man ein bisschen heißer raucht, in dem Fall verzeiht der, weil er dann ein bisschen stärker wird. Zum Ende hin hast du eben mehr Tabakgeschmack als Süße, aber das ist normal und das ist für mich sehr, sehr gewollt. Gut, ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen. Freehand steht da drauf, guck an. Und ja, ich habe die nicht so oft benutzt, weil sie, wie gesagt, die kannst du die ganze Zeit in der Hand halten. Nee. Im Mund zu halten ist ein bisschen schwer damit. Gut, nochmal, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, mein erster Tabak. Kentucky Birds. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag oder wann immer ihr das guckt. Und denkt dran, ne? Genießt die Zeit. Macht's gut.